Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt viele, die sind einfach nur glücklich, dass sie die Überfahrt geschafft haben, weil man muss auch wissen, viele kommen nachts, weil da die Fahrt billiger ist, also günstiger. Und viele kommen auch, wenn es stürmt, weil dann auch die Schlepper weniger Geld nehmen. Das heißt, die setzen sich also bei dieser Überfahrt wirklich großen Gefahren aus und sind dann einfach, wenn sie es geschafft haben und nicht von irgendeinem türkischen Boot dann aufgenommen wurden und wieder zurückgeschickt wurden, sind die also viele einfach glücklich. Aber es gibt auch darunter dann welche, die sind wirklich einfach so erschöpft und so traumatisiert, denen muss dann auch erstmal geholfen werden. Also wir hatten auch welche, die brechen dann einfach zusammen oder zittern am ganzen Körper, stehen unter Schock. Vor allen Dingen bei den Kindern ist es sehr auffällig. Also da waren einige darunter, die überhaupt nicht in der Lage waren, also kindgerecht zu reagieren, also so wie man das von Kindern kennt, die sich ja relativ schnell erholen, die dann schnell irgendwie wieder rumwuseln, sondern da sind halt dann wirklich auch viele dabei, die einfach nur sitzen und vor sich hinstarren. Und das ist schon, das nimmt einen sehr mit, sowas zu sehen. Also Sie haben ja gerade schon angesprochen oder gerade darüber gesprochen, dass dort viele Kinder auch mit auftauchen. Das war ja bis vor einiger Zeit noch nicht so. Jetzt, nachdem der Familiennachzug für Geflüchtete noch erschwert wurde, gehen natürlich auch immer mehr Frauen und Kinder unter den Flüchteten. Wie beeinflusst denn das so generell die Stimmung? Können Sie da einen Unterschied vielleicht auch festmachen? Haben Sie da überhaupt Erfahrungen, wie das davor war, bevor mehr Frauen und Kinder auch geflüchtet sind? Also dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Als ich auf Lesbos war, das war Anfang Februar, da waren die Boote also schon, ich würde mal sagen, zu 60% mit Frauen und Kindern besetzt, wenn nicht sogar 70. Und wie es vorher aussah, also das weiß ich dann auch nur aus Erzählungen, da waren halt mehr junge Männer an Bord oder überhaupt Männer. Und ja, was das jetzt für einen Unterschied konkret macht, kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich finde einfach die Tatsache, dass Familien gezwungen werden, mit ihren Kindern vor Krieg zu flüchten, finde ich einfach so daneben und finde ich, darf einfach nicht sein. Ich habe zu Beginn des Interviews schon mal die Hilfsorganisation vor Ort angesprochen. Wie genau sieht denn die Arbeit dieser Hilfsorganisation aus? Wer ist denn überhaupt vor Ort, also namentlich, was für Hilfsorganisationen engagieren sich denn da und wie vor allem? Also auf Lesbos jetzt speziell sind Hilfsorganisationen, also von der ganzen Welt kann man eigentlich sagen. Also wir haben zusammengearbeitet mit einer norwegischen Hilfsorganisation, die also Rettungsschwimmer gestellt hat. Dann sind natürlich auch die offiziellen Hilfsorganisationen vor Ort. Ich war jetzt ganz speziell bei Schwitzerkrütz vom Michael Reber. Das ist eine private Organisation. Der Michael Reber hat irgendwann in Athen letztes Jahr Urlaub gemacht und hat halt gesehen, als es begann, was das für ein Elend ist und wollte einfach helfen und hat mittlerweile da auf Lesbos also eine ganz großartige Struktur aufgebaut, die im Grunde die Hilfsorganisationen alle vernetzt, sodass also wenn man weiß, irgendwo kommen Boote an, dass dann alle auch Bescheid wissen. Das läuft dann über einen Chat und funktioniert also wirklich richtig gut. Also auf Lesbos ist die Versorgung der Ankommenden wirklich gut organisiert von den Hilfsorganisationen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, dass es gut organisiert ist, kann ich mir aber trotzdem auch vorstellen, dass es dort Schwierigkeiten und auch Grenzen gibt. An welche Grenzen stoßen denn Helfenden vor Ort? Welche stoßen? Naja, die ganz klare Grenze ist, dass je weiter man sich ins Gewässer bewegt sozusagen, man einfach Schlepper ist. Also das ist auch jedem bewusst. Also man kann jetzt nicht direkt aufs Wasser rauffahren und die Boote entgegennehmen. Also man ist gezwungen zu warten, bis die Boote also wirklich an Land ankommen. Und das ist schon schwierig, also weil der Abstand zwischen Lesbos und der Türkei, der ist ja nicht sehr groß. Also das sind ja 5 Kilometer ungefähr nur oder 6. Und man sieht ja die Boote und es ist einfach so, dass die meisten kentern wirklich, also entweder kurz vor der griechischen Grenze oder kurz nach der türkischen Grenze. Und wenn man diese Boote sieht und also wahrnimmt, dass die kentern und einfach weiß, man ist eingeschränkt in seiner Handlungsfähigkeit. Also es ist ja auch, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, vor einigen Monaten wurden ja auch Rettungsschwimmer festgenommen. Und denen also dann Schlepperei vorgeworfen wurde. Also das ist ganz klar eine Grenze, an die man stößt. Und was jetzt noch dazu kommt, ist einfach auch eine emotionale Grenze, weil man einfach weiß, also die Menschen kommen zwar an auf Lesbos, aber es geht ja jetzt für sie nicht mehr weiter. Das ist einfach auch schwer auszuhalten, dass man, ja, man nimmt die entgegen aus den Booten und ist aber irgendwie, man kann ihnen da wenig Hoffnung vermitteln.
Also man kann jetzt nicht sagen, toll, ihr habt es geschafft und wir wünschen euch einen guten weiteren Weg. Also das macht man trotzdem, aber mit der Gewissheit, dass sie wahrscheinlich entweder zurückgeschickt werden oder jetzt in Griechenland bleiben müssen oder ausharren müssen, bis irgendeine Entscheidung wieder getroffen wird. Und das ist schwer auszuhalten. Ich würde gerne auch weitergehend über die Perspektiven von den flüchtenden Menschen, die auf Lesbos ankommen, sprechen. Da könnte man jetzt eigentlich auch gleich nach Idomeni springen, was ja dann sozusagen einer der nächsten Reisepunkte wäre Richtung Europa an die griechisch-mazedonische Grenze. Ja. War ja schon immer ein Weg dieser Fluchtroute, die wurde jetzt aber geschlossen und auch mit Soldaten gesichert und so weiter. Übertrittsversuche wurden auch schon gewaltsam verhindert. Sie waren jetzt auch in Idomeni. Ja. Wie sind denn die geflüchteten Menschen dort direkt an der Grenze unterwegs? Also damit meinte ich, wie ist ihre Stimmung vielleicht auch im Vergleich zu den Leuten auf Lesbos? Was machen die da? Was wollen die auch vielleicht? Es ist so, dass also wirklich direkt an der Grenze, also an dem Grenzzaun hat sich ja dieses Lager entwickelt. Und also mittlerweile harren da, ich würde mal sagen, 13.000, 14.000 Menschen aus. Auch wieder 60-70% Frauen und Kinder und wirklich unter den unwürdigsten Bedingungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die harren direkt an der Grenze aus. Also es würde ja andere Möglichkeiten geben. Griechenland hat ja Lager zur Verfügung gestellt, aber die harren halt an der Grenze aus, weil sie die Hoffnung bisher hatten, dass sie doch irgendwie weiterkommen. Und ich war jetzt am Montag und am Dienstag da und ich weiß nicht, wie sich die Stimmung jetzt verändert hat. Also es ist schon so, dass ja, also gewisse Verzweiflung und natürlich auch Wut jetzt mittlerweile, weil sie da nicht weitergelassen werden, obwohl sie ja, das muss man einfach sagen, der überwiegende Anteil hat Asylrecht und gegen dieses Asylrecht, das wird einfach verletzt in dem Moment. Da ist natürlich auch Wut und ich bin mir nicht sicher, wie das sich jetzt entwickelt. Also es soll ja geräumt werden, was ich jetzt gehört habe zum Wochenende. Und ich kann mir aber vorstellen, dass die Menschen sich dann nicht vertreiben lassen wollen. Andererseits muss man einfach auch sagen, die hygienischen Bedingungen und überhaupt die Bedingungen vor Ort sind so katastrophal schlecht, eine Räumung wirklich das Allerbeste wäre, weil sonst brechen da Krankheiten aus. Also es sind ja schon sehr viele krank. Und als ich da war jetzt am Montag, gab es abends ein fürchterliches Gewitter. Und man muss sich vorstellen, diese Menschen sitzen da in kleinen Iglu-Zelten und das sind keine Himalaya-tauglichen Zelte. Also die sind nicht vor solchem Regen und nicht vor solcher Witterung geschützt. Und die leben da zu viert, zu fünft in diesen Mini-Zelten. Also das Essen reicht nicht aus, die frieren. Es sind also wirklich hygienische Bedingungen, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und insofern wäre es gut, wenn dieses Camp in irgendeiner Form aufgelöst wird und man andere Möglichkeiten findet. Aber man muss auch wirklich andere Möglichkeiten finden, die diesen Menschen irgendeine Perspektive dann auch bietet. Stichwort andere Möglichkeiten, vielleicht ein bisschen spezieller betrachtet, würde ich nochmal auf die Reaktionen der Politik zu sprechen kommen. Gut, Mazedonien hat jetzt die Grenze geschlossen, das ist ein eindeutiges Signal. Griechenland, habe ich vorhin gelesen, plant den Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte, wenn es geht, noch bis Ende der Woche. Und wie Sie auch schon angesprochen haben, dieses Lager direkt an der Grenze in Idomeni soll geräumt werden, aber wie wird denn, oder wie denkst du denn, wird auf staatliche Vorhaben der Rat reagiert? Du hast vorhin schon ganz kurz angesprochen, die Leute sind dort wütend und haben eigentlich eher weniger Lust, dann dort auch vertrieben zu werden von der direkten Grenze, weil sie vielleicht doch noch Hoffnung haben. Aber wie würdest du da die Situation einschätzen? Wie wird auf staatliche Politik reagiert von Seiten der Geflüchteten? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich meine, die Frauen und Kinder werden sich jetzt nicht mit, ich sag jetzt mal ganz lapidar, mit Stöcken und irgendwelchen Steinen bewaffnen und in der Form protestieren. Wie das mit den Männern aussieht, weiß ich nicht. Das ist schwer einzuschätzen. Also es gab eine Sitzblockade, als ich da war. Es ist möglich, dass die Menschen in den Hungerstreik treten oder keine Ahnung, also wie sich dann sowas entwickelt. Ich glaube, die Politik ist wirklich angehalten. Also wenn wir hier von Europa reden, was ja eigentlich eine Staatengemeinschaft ist und also wenn Probleme sind, dann müsste es ja auch so sein, dass Probleme gemeinschaftlich gelöst werden. Dann muss eine andere Lösung gefunden werden, als jetzt alle in Griechenland zu lassen, weil Griechenland ist einfach mal ein Land, was also selber am Abgrund steht, sage ich mal, und selber kaum Mittel hat, damit fertig zu werden. Insofern muss es entweder größere Hilfspakete geben oder die Menschen müssen dann wirklich
nach einem bestimmten Schlüssel auf alle europäischen Länder verteilt werden. Ich finde, es kann einfach nicht sein, dass sich europäische, also Länder, die sich zu Europa gehörig fühlen oder zumindest den Antrag auch stellen, Europa beizutreten, dass die in solchen Situationen dann einfach ihr eigenes Ding machen. Ich finde, es kann einfach nicht sein. Und da sind eigentlich alle Politiker angehalten, also sich dagegen auszusprechen. Was jetzt gerade passiert, ist meiner Ansicht nach, also ist der glatte Zerfall des europäischen Gedankens, ja. Und ich habe es heute auch auf meinem Blog geschrieben. Es ist ja nicht so, dass die Menschen, die jetzt hierher kommen, also diese Festung Europa erobern wollten, sondern es ist ja so, die suchen einfach Schutz. Die flüchten vor Krieg, die flüchten vor Hunger, die flüchten vor Elend, vor Ausbeutung und wollen ja, ich glaube nicht, dass alle hier bleiben wollen. Also ich würde mal davon ausgehen, also das hat mir auch meine Recherche vor Ort, also wenn ich mit den Menschen gesprochen habe, bestätigt. Die wollen wieder zurück in ihre Länder, die wollen einfach dort auch wieder in ihre Heimat, die wollen die Heimat wieder aufbauen. Aber im Moment ist es halt nicht möglich, solange wie die Zustände da so sind, wie sie jetzt sind, müssen die ja Gefahr laufen, Opfer von Bomben oder von Terror zu werden. Also diesen Schutz, den sollten wir ihnen gewähren und sollten dann dafür sorgen, also so wie es den Marshallplan hier gab nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat doch auch funktioniert. Dann kann man doch diesen Menschen wieder helfen und sie praktisch also in ihren Ländern dann auch wieder zu unterstützen. Also das wäre zumindest eine Perspektive, die man geben könnte. Aber ja, im Moment sieht es ja nach anderen Wegen aus. Und ich glaube, das wird die Flüchtenden einfach auch wütend machen. Und ich könnte diese Wut also durchaus verstehen.